Staring at herself in the mirror on the restroom door. Hallo und herzlich willkommen zurück bei mir auf meinem Kanal Mama Kügelchen und herzlich willkommen zu Hoch die Hände, Wochenende. Ja, es ist soweit. Wir haben Freitag, wir haben Wochenende. Tatsächlich ich auch und zwar schon seit gestern. Schäme ich mich? Nein. Ich habe hier zu Hause noch genug zu tun. Vor allem wartet ein bisschen Büroarbeit auf mich. Ja, das ist, wenn man selbstständig ist, kommt das auch noch dazu. Und eigentlich müsste ich mich mal um meinen Haushalt kümmern. Ja, der Tisch sieht aktuell so aus. Da steht gerade mein Chromebook. Hab E-Mails beantwortet, muss aber jetzt gerade den PC hochfahren. Chromebook ist ja schon eine tolle Sache, ne? Aber ich kriege es nicht gekoppelt. Ich kriege es nicht hin, dass ich alles auf dem Chromebook mache. Also Rechnungen und sowas, ne? Katze. Willst du rein? Ja, schaffe ich nicht. Es gibt viele Sachen, also Excel und so brauche ich für meine Rechnungen. Gibt es ja so auf dem Chromebook nicht. Es gibt die Apps dazu, aber die arbeiten nicht so wie das Excel auf dem PC. Und dann bin ich vorbei, dann ist so. Da mache ich nicht mehr mit. So, ich war einkaufen. Und zwar war ich schnell einkaufen in Edeka und im Lidl. Ja, ich war nicht im Netto. Hätte ich letzte Woche ein Futter hochgeladen, wäre ich auch komplett im Lidl gewesen. Da war ich nämlich letzte Woche. Heute war ich im Edeka noch zusätzlich. Wir hatten ja noch zwei Lücken auf dem Speiseplan. Diese sind gefüllt. Und zwar soll es dann heute am Freitag geben, einen schneller Tortellini-Auflauf. Der schmeckt eigentlich allen ganz gut. Und morgen am Samstag, da hatte der Mann die bombastische Idee, lass uns noch Bowling spielen gehen und anschließend da auch noch essen. Da sage ich natürlich nicht nein. Ne? Wenn ich nicht kochen muss, bin ich dabei. Richtig. So, beim Edeka bin ich auch direkt nach Leergut losgeworden. Von 6,60 Euro waren es. Dafür habe ich mir dann was ausgesucht. Was Neues, was komischerweise diese Woche gegessen wurde. Ich weiß gar nicht, wieso. Ich habe mitgebracht die Nutella-Croissants. Ja, wie gesagt, komischerweise sind 4 Croissants verschwunden. Ich weiß gar nicht, wohin. Dann kamen mit neue Dinkel-Aufbackbrötchen. Die haben wir nämlich gar nicht mehr. Wir haben nur noch normale Brötchen da. Und ein Asia-Nudelsnack. Die haben die Verpackung geändert. Ich hoffe den Inhalt nicht. Ich packe gerade das TK weg. Lass die Katze eventuell noch rein. Die ist nämlich gerade hier aufs Fensterbrettchen gesprungen. Und dann bin ich sofort wieder für euch da. Das ist der Bon und das ist der Bon. Prima. Dann bin ich rüber in den Lidl gegangen. Und im Lidl habe ich Folgendes gekauft. Oh Gott. 2-mal Katzenstreu, jeweils 6 Liter. Das zweite Paketchen habe ich im Flur gelassen. Genau, dann kann ich die Katzenklos nämlich die habe ich diese Woche erst fresh gemacht. Brauchen wir. So, dann kam mit ein neues Glas Nutella. Wir haben nämlich, unser Nutella ist nämlich jetzt schon fast leer. Wir haben ja jetzt auch ziemlich lange, glaube ich, Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres hatte ich mir 2 oder 3 Gläser gekauft. Die sind jetzt endlich mal leer, deswegen kam ein neues mit. Genau. Dann kam mit hier so ein Dreierpaket Mais für den schnellen Tortellini-Auflauf. Einzeldosen hatten die jetzt nicht mehr. Ich hatte auch keinen Bock, nochmal zum Edeka zu gehen. Deswegen habe ich ein Dreierpack mitgenommen. Das schadet ja nicht. Die halten ja 4 Jahre. Haben wir die nächsten 2 Male Tortellini-Auflauf auch schon gesetzt. 2 lecker aussehende Gurken kamen mit. Dann haben wir für Montag schon was für die Brotdosen und fürs Wochenende. Dann kam eine einsame Paprika mit für den Tortellini-Auflauf. Dann habe ich was mitgebracht schon für nächste Woche. Das hat mich jetzt halt angelächelt. Putenschnitzel, genau. Dann kann es nächste Woche nochmal Schnitzelbrötchen oder Schnitzel mit Pommes geben oder wird was ich. Auf jeden Fall, wie viele sind hier drin? Das sind 800 Gramm. Die werde ich mir gleich halbieren, die Packung, und einfrieren. Und dann haben wir für nächste Woche schon mal Schnitzel. Ich hoffe, ich vergesse es nicht, dass ich sie gekauft habe. Ist ja nicht schön. Auf Eis gelegt ist das ja. Ist das schön? Dann der Rest für den Tortellini-Auflauf und zwar 2 Pakete Tortellini. Ich denke, 1,5 werde ich in den Tortellini-Auflauf packen und 1,5 gibt es so zum Essen, weil es ist ja immer noch ein Kind da, der mag den Auflauf nicht. Der isst ja am liebsten sowieso alles trocken. Genau. Gefüllt dieses Mal wieder mit Tomate Mozzarella. Und damit der Auflauf auch... Gott, jetzt klaut der Mann mir bestimmt meine Auflaufform wieder, weil er hat beim letzten Mal angedroht, ich klaue dir deine Auflaufform. Damit es bloß keine Aufläufe mehr.
Den Mozzarella natürlich zum Überbacken. Und der Niklas wollte einen Sandwich-Toast. Wollte er gestern schon, habe ich ihm gemacht, aber da war ein anderer Käse drauf. Die Sache, ne? Toasty-Käse. Der hat reingebissen und hat die Sandwich-Toast zurückgeholt. Mama mag ich nicht. Ja, da habe ich den Mozzarella wieder geholt. Kann ich ihm gleich ein bekanntes Sandwich-Toast machen. Richtig. Ja, wir sind schon wieder durch. Was ich jetzt noch nicht gekauft habe, weil ich es im Edeka einfach vergessen habe, da muss ich morgen aber sowieso nochmal, beziehungsweise eventuell auch heute Nachmittag. Ich bin müde, ich weiß gar nicht wieso. Ich brauche die Sandwichgurken noch und Knödelrotkohl und Bacon. Das habe ich jetzt vergessen, beziehungsweise der Lidl hatte auch keine Sandwichgurken. Deswegen, ja, ist aber kein Problem. Ich muss noch mindestens 5-mal fahre ich an so einem Geschäft vorbei. Das ist kein Problem. So, was habe ich bezahlt? Beim Edeka habe ich bezahlt grandiose 2,17 Euro und beim Lidl 27,45 Euro. Richtig. So, Nutella. Prima, ich freue mich. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ich versuche jetzt noch eine Putzmotivation für euch abzufilmen. Wenn ich mit meinem Bürokram fertig bin, wenn ich da noch Bock habe. Und in dem Sinne würde ich sagen, ich wünsche euch eine schöne Woche. Macht es gut, bleibt gesund. Bis dann. Ciao.